Hallo und herzlich willkommen bei Übergizmo. Ich bin hier für euch auf der IFA am Stand von Tado. Der ein oder andere aufmerksame Leser wird es wahrscheinlich schon kennen. Das ist nämlich eine intelligente Heizungssteuerung. Da hat man dann praktisch wie ein Thermostat, was in der Wohnung ist, was via einen eigenen Kommunikationsstandard mit dem Gateway kommuniziert, das wieder im WLAN ist. Und dadurch ist es möglich, seine Heizung ziemlich clever zu steuern. Ich weiß zum Beispiel, wie viel Grad hat es außen, wo befinde ich mich gerade, also komme ich gerade in die Wohnung rein zum Aufheizen und lernt dadurch auch. Und das kann sich dann auch sehr viel mehr Leute noch ausweiten, nämlich auf die ganze Familie. Und erst die Heizung geht zum Beispiel aus, wenn niemand mehr da ist. Und jetzt gibt es ein paar kleine, ganz clevere Neuerungen, wie ich finde. Es gibt jetzt nämlich dieses Smart Thermostat und dieses Extension Kit und die steuern Fußbodenheizungen. Also heißt, damit ist es dann möglich, tatsächlich individuell jeden Raum anzusteuern. Und ich möchte euch mal ganz kurz diese App nur zeigen. Ihr seht hier zum Beispiel, das ist die eingestellte Geschwindigkeit, Temperatur. Irgendwo sieht man dann, glaube ich, auch die Außentemperatur. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Hier unten sieht man auf jeden Fall, ob ich mich hier gerade in der Nähe befinde. Das Ganze ist dann auch programmierbar. Dieses Teil hier ist dazu da, um dann die Fußbodenheizungen anzusteuern. Und jetzt kommt eigentlich das Teil, auf was ich mich ganz besonders freue. Und das ist hier dieses Heizkörperthermostat. Ihr seht es hier hinten schon, das kommt tatsächlich erst in Q3 2016, also vielleicht auch früher. Derzeit befindet man sich in einer geschlossenen Beta. Und damit ist es dann möglich, tatsächlich alle Häuser anzusteuern und nicht nur wie bis jetzt Gasetagenheizung und Raumthermostate. Und das ist dann wirklich auch ein Mehrwert für mich persönlich, weil ich finde es wirklich eine großartige Sache, dass ich auf Knopfdruck, egal wo ich bin, via meinem Handy die Temperatur einstellen kann. Also lässt sich nämlich auch tatsächlich jede Menge Energie sparen. Also finde ich ganz gut. Ansonsten, ich habe jetzt hier einiges nicht erwähnt im Video. Schaut mal bei unseren Artikel auf Übergizmo vorbei. Da seht ihr alle Details. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr eure Fragen unten in die Kommentare schreibt. Wir versuchen da schnell drauf zu antworten. Gebt uns doch einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Dankeschön. Das war der Matthias von der IFA.